Ein Spiel, welches nicht nur die Legende prägte, sondern auch die gesamte Videospielwelt. Willkommen zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, ich hab's schon lange angesprochen, dass dieses Let's Play irgendwann mal folgen kann oder folgen sollte, gleich nach, Minish Cap. Ja, das letzte Spiel war eigentlich Minish Cap. Und man sollte diese Serie auch irgendwann mal weiterführen. Ich versuche ja so ein bisschen die Timeline einzuhalten. Nur, ja, es musste jetzt so ein bisschen an der Stelle von Four Swords einrücken. Und somit, ja, geht's weiter mit dem Nintendo 64 Let's Plays, die ich ja in letzter Zeit viel öfter bringe. Okay, japanische Schriftzeichen. Ich wusste nicht, dass das auf der NTSC-Variante japanische Schriftzeichen beinhaltet. Denn ich spiele in 60 FPS, jedenfalls versuche ich das. Ich weiß nicht, ob das wirklich aufzunehmbar ist. Wird sich schauen. Ich sehe nämlich hier nur 20. Wundervoll, wenn es schon so anfängt. Wir können direkt mal anfangen, ne? Also, es wird wahrscheinlich so darauf hinauslaufen. Es wird darauf hinauslaufen, nicht nur wahrscheinlich, dass wir englische Texte bekommen. Also, dass ich da wirklich ein bisschen, ja, übersetzen muss. Im tiefen, tiefen Wald von Hyrule oder Hyrule gibt es sehr viele Textfehler. Okay, was ist denn jetzt hier los? Ah, endlich mal was Lesbares. Japanische Schriftzeichen. Ja gut, ich könnte jetzt unten Google Übersetzer verlinken, aber ich glaube, ihr wisst den Weg dorthin alle selbst. Ah, da gibt's. Ja gut, das war jetzt zu langsam. Das war jetzt zu schnell, meine ich. Jedes Kind des Waldes, der Kokiri, bekommt seine eigene Fee. Es bekommt seine eigene schützende Fee. Wie auch immer. Da war ein elektrisierender Junge, der keine Fee hatte. Das soll jetzt nicht so sein. Ah doch, weil er jetzt träumt, ne? Genau. Also die NTSC-Variante ist ein bisschen anders. Das muss man einfach mal verstehen. Die unterscheidet sich doch ein bisschen von der Performance und vor allem von den Effekten. Man hat sich da auch vor allem in der PAL-Version dazu entschieden, ein paar Sachen rauszunehmen, weshalb ihr wahrscheinlich ja Unterschiede erkennen könnt. Da ist er, das Monster, das sie verfolgt hat. Oh mein Gott. Entsetzter Gesichtsausdruck. Navi, Navi, wo bist du? Tu. Komm her. Ich versuche mich an den deutschen Text zu erinnern. Navi, oh Navi, holde Fee. Höre die Worte des Deku-Baums. Spürst du es auch, oder spürst du es? Das Böse kommt über uns. Ganz böse Kräfte bedrohen Hyrule und deswegen ist das auch die Kurzfassung. Für so lange Zeit wurde der Kokiri-Wald von einer Lebenskraft. Irgendwie sowas. Ich rede einfach dran vorbei. Scheiße. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es besser funktionieren würde, die PAL-Version zu Let's Playen, aber ja, egal. Es scheint, dass die Zeit für den Jungen ohne Fee gekommen sei. Das Schicksal von Hyrule hängt davon ab. Na, wie geh nun, suche diesen Jungen, oder... Ja, behalte den Lag bei. Flieg, Navi, flieg! Flieg! Flieg, kleine Fee! Das ist ein bärtiger Deku-Baum. Ich bin mir sicher, jetzt sollte eigentlich was anderes passieren als den Deku-Baum. Als der Deku-Baum. Oh. Da, 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 da. Navi! Navi, wo bist du? Komm her! Warte mal, das hatten wir schon. Also, wir haben uns schon kennengelernt. Das ist... Kann ich den Text jetzt überspringen? Höre die Worte des Deku-Baums ein zweites Mal, denn ich habe vergessen, dass ich dich schon losgeschickt habe, aber du bist zurückgekehrt, weil du... ein kurzes Kurzzeitgedächtnis hast.
Ja, Hyrule ist in Gefahr. Begib dich nun zum Jungen. Bitte tu es endlich. Ich habe dich jetzt schon ein zweites Mal gebeten. Deswegen will ich nicht, dass du hier bleibst. Das Schicksal hängt davon ab. Das Böse überkommt Hyrule. Du musst es jetzt verhindern. Finde den Jungen sofort. Flieg, Navi, flieg! Flieg, kleine Fee, flieg! Hoffentlich fliegt sie jetzt los. Wir sehen immer noch den bärtigen Dekobaum. Hallo? Hallo? Listen, listen, hey, listen, listen. So, und hoffentlich kommt Navi nicht wieder zurück. Ach, das wird hoffentlich auch darauf hinauslaufen. Weil sonst ist Navi echt eine scheiß faule Fee. Die drückt sich einfach vor ihrem Schicksal. Das kann doch so nicht sein. Ja. Also ich habe von dem Bug auch schon ein paar Mal gehört, dass diese Sequenz zurückgesetzt wird. Weil es einfach, Nintendo konnte das damals... Was ist mit dem Ding los? Nintendo konnte es damals nicht aufhalten. Es war so ein Bug, der ziemlich schwer zu beheben war. Hey Link, wach auf! Der große Dekobaum möchte mit dir sprechen. Los Link, wach auf! Hey, listen, come on! Hey, das Schicksal von Hyrule hängt auf deinen Schultern oder liegt auf deinen Schultern. Oder lastet auf deinen Schultern, besser gesagt. So, und jetzt beweg dich endlich. Und hör auf, die ganze Zeit so rumzuzappeln wie ein elektrisierter Aal. Ah. Endlich bist du aufgewacht. Ich bin Navi, deine Fee. Und der Dekobaum hat mich gebeten, hat mich gefragt, dass ich dein Partner sein will. Der große Dekobaum, du musst zu ihm hingehen, schnell. Ja. Und somit beginnt das Abenteuer für unseren kleinen Jungen. Achso. Ja, man sollte vielleicht den Analogstick aktivieren. Habe ich ab und zu mal so. Okay. Ja, wir starten mit 2 Herzen. So ist es üblich. 2 von 3. Wir könnten jetzt, so viel ich weiß, das Schwert direkt holen. Und ich werde auch versuchen, einige NPCs nicht anzusprechen. Weil, ja, es gibt sehr viele unnötige NPCs hier in Kokiri. Im Kokiri-Dorf. Hallo, Link! So, darunter zählt aber auch leider diese Frau. Diese Frau, dieses Kind. Oh mein Gott! Und ich dachte schon, Link wäre jetzt tot. Er hat die weiße Welt gesehen, er ist ins Weiße gerannt. So, wir wissen, das Spiel startet bei Nacht. So ist es eigentlich auch recht üblich. Und wir wissen, das halbe Level wird einfach mal ausgeblendet. Da sehen wir es nochmal wundervoll. Oh, wundervoll. So, und kann man speichern? Man kann auch nicht mal das Menü betätigen. Und ich komme auch nicht aus dem Menü raus. Okay, Leute, ich musste zu dieser einen Stelle nochmal zurückspielen. Also eigentlich im Grunde den ganzen Anfang wieder spielen. Da mein Nintendo 64 meinte, an der Stelle abkacken zu müssen. Das passiert ab und zu. Oh, das sieht ja schön aus. Ein T-Rex? Okay. Ich würde jetzt gerne mal, gut, mit der Steuerung muss ich auch noch erstmal vertraut kommen. Ja, und ich habe ein Leben, weil, oder Link hat ein Leben, weil er gerade von da oben runtergesprungen ist und, ja, sich die Beine gebrochen hat. Das ist ein bisschen scheiße, oder? Ja, guck mal, wie erschöpft er ist. Und er ist immer noch elektrisiert. Und das ist der Paper Mario Mode. Ja, den habe ich nämlich auch gerade eben aktiviert. Pass auf. Er ist platt. Er ist platt. Kennt ihr vielleicht aus Spyro the Dragon... In Spyro 2 war das, ne? Da konnte man nämlich auch so einen Plättungscode eingeben mit den Tasten. Mit den Tasten. Wie kann man sich jetzt ducken? Mit B, okay. Oder ist das B? Keine Ahnung. Ja, ich stelle mir meine Steuerung immer ein bisschen anders um. Und wie laufe ich nach vorne? Wahrscheinlich mit vorne, ne? Also, Link möchte da auch wahrscheinlich irgendwann mal. Wir müssen ein bisschen warten. Der ist natürlich erschöpft. Hat sich auch gerade erstmal ein Herz gegönnt. Das Ding ist, mit dem Plättungscode kann man schon so einiges an Späßchen treiben. Vielleicht ist er jetzt auch dazu zuständig, dass ich nicht weiterkomme. Muss ich den Nintendo 64 wieder neu starten? Ach. Okay, mach ich's nochmal. Bis gleich. Meine Güte, das ist ja ein wundervoller Start ins Let's Play. Ja, okay. Mit Paper Link machen wir uns dann wieder auf, ne, nach draußen. Wir versuchen jetzt noch einmal an das Schwert zu kommen. Es ist halt echt ein bisschen scheiße. Oh, ist das süß.
Er betet sie sogar an, der kleine Link. Er betet sie sogar an, er fällt auf die Knie. Oh, ist das nicht romantisch? Der Boden ist auch so romantisch. Guck mal, wie weit der von hier oben aussieht. Okay, Link, kletter einfach mal runter. Wenigstens das Klettern funktioniert bei dir, ne? Musst dir nicht zweimal die Beine brechen. So. Und rollen kann er auch noch. Ja, mit der Steuerung muss ich mich tatsächlich erstmal vertraut machen. Ich habe doch gar nichts eingesetzt. Und wieso habe ich schon das Masterschwert? Kann ich es einsetzen? Was ist das denn? Das ist nicht das Masterschwert. Oh, geil! Wir haben die geheime Flasche gefunden. Wir haben die geheime Flasche gefunden. Leute! Es ist ja geil. Oh, Link, Navi will was von uns. Der große Dekobaum hat dich gerufen, bitte. Geh zu ihm. Ja, erstmal was trinken, ey, Alter. Ich brauche hier erstmal ein paar Leben. Also ganz ohne Ausrüstung kann ich hier nicht losgehen. Ich baue erstmal so ein bisschen. Man muss erstmal so ein bisschen aufpassen. Was war das? Ein überdimensionaler Pixel. Oh, ein wundervoller. Oh, ist der Pixel geil. Oh, sieht das schön aus. Ich gehe ins Licht. Und jetzt bin ich wieder weg. Und jetzt gehe ich wieder ins Licht. Ist das geil. Aber er will nicht klettern. Er will nicht kriechen. Dann mache ich Folgendes. So, wir starten wieder im Haus. Ja, wir starten. Link, ich drücke nach links. Links. Dein Name, links. Alter. Was machst du hier? Ja, ab und zu muss man ein bisschen safe staten, muss ich echt mal zugeben. Sonst kommt man hier nicht klar. So, jetzt versuche ich noch irgendwie die Tür zu treffen, weil es ist sehr schwer hier einzulochen. Läuft er die Wand entlang? Also ich muss ja sagen, das sieht schon sehr nach NES-Grafik aus, ne? Also ganz schön sieht es auch nicht aus. Ich kann mich nur auf zweidimensionaler Ebene bewegen. Was ist denn hier los? Link? Du müsstest vielleicht mal irgendwie durch die Tür gehen? Nein! Die Tür ist links! Och, du Scheiß. Kann ich vielleicht noch mal eine Cola haben oder sonst wie was? Ja, danke schön. Genau das wollte ich. Wir haben auch schon direkt die Knochenmaske. Wow. Boah, epische Kamerasicht. Wundervoll. Ist das geil. Ist das episch. Das sieht aus wie in so einem Actionfilm, wenn ich irgendwie so rauskomme. Ja, aber ich kann jetzt nichts steuern, weil die Kamera sich die ganze Zeit bewegt. Link, geh runter. Geh runter, olle. Bitte, bitte, tu mir den Gefallen, geh runter. Dankeschön. Wir können sogar runterfallen. So, mit dieser epischen Kameraansicht gehen wir nicht weiter. Doch, wir gehen weiter. Navi will bestimmt nochmal mit uns sprechen in epischer Kamerasicht. Der große Dekobaum hat dich gerufen, also geh dorthin, du Hammel. Warum Hammel? Weil, ich weiß nicht. Kann man ruhig mal sagen, ne? So. Jetzt versuchen wir noch durch das Labyrinth zu kommen mit wundervoller Kameraansicht. Wow. Also das wollte Nintendo so. Das ist tatsächlich, das wurde von Miyamoto persönlich eingebaut. Und ich drücke nichts. Ich drücke... Okay, jetzt... Gerade lief er nämlich noch ein Stück weiter. Das war Miyamoto damals schon bewusst. So, und wenn das jetzt nicht klappt, es klappt einfach nicht. Er will nicht durchkriechen. Was ist hier los? Warum kriecht er nicht? Okay, dann müssen wir es anders machen. Wir müssen nur einmal hier den State laden. Das ist vollkommen logisch. Wir sind nochmal hier in der Matrix gefangen. Wow, in japanischen Schriftzeichen und in 2D. Ja. Wundervoll. Kannst du dich auch in 2D verwandeln? Ah, da bist du wieder richtig. Sie spricht in uns auf Japanisch. Tut mir leid, ich kann kein Japanisch. Du musst dich mir anpassen. Oh, Moonjump. Okay, gehen wir mal in einer der Häuser. Wir nehmen einen dieser Steine. Kannst du diesen Stein heben? Wow. Okay, damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ein Ring aus Steinen. Das ist schon komisch. Okay, Link, du brauchst nicht so weit zu rennen. Er läuft weiter. Ich drücke nichts und er läuft weiter. Jetzt nicht mehr. So, was finden wir denn in der ersten Truhe? Wir brauchen ja auch Rubine für unser Schild. Hier haben wir schon mal 5.
Es gibt hier auch irgendwo Leben drin, ne? Wow, gleite runter. Gleite graziös runter. Weitere 5 Rubine, ja, die können wir gebrauchen. Jetzt würde ich noch ein Herzteil erwarten. Könnte ich gebrauchen? Ein Herz, ja. Wow, bitte schick mich nicht ganz weit zurück. Ach, der Rückwärtslauf. Er macht den Moonwalk. Er macht den Moonwalk. Er macht den Moonwalk, aber ich kann ihn nicht sehen. Er macht den Moonwalk. Bitte mach den Moonwalk. Da, er macht den Moonwalk. Meine Güte, du schaust dir aber viel von Michael Jackson ab, oder Link? Ah. Er verspottet ihn. Er verspottet Michael Jackson. Ich sehe nicht, wo ich bin. Da bin ich. Ich würde noch gerne die letzte Truhe aufmachen. Oder wir gehen direkt raus, ja. Wer braucht schon Rubine? So. Das ist eine interessante Art zu laufen, ja. Durchaus. Also so gehe ich auch immer in der Fußgängerpassage. Wenn ich zur Stadt gehe, gehe ich auch immer so. Ich laufe immer den Boden entlang. Das ist vollkommen normal. Oder ich mache... Ja, diesen Weg. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Ich weiß, wie ich mit dir rede. Aber ich mache immer das hier. Auf dem Boden. In 2D. Alter, ist das episch. Wir brauchen ein paar Rubine, deswegen springe ich mal über das Wasser. Hopp. Oder wir machen komische Sachen über dem Wasser. Okay. Link, aber du dürftest dich jetzt wieder normal verhalten. Wir hatten alle Spaß, aber ich wäre jetzt schon sehr daran interessiert, mal... Oh, wie er rollt. Wie er zweidimensional auf den Boden rollt. So, gab's hier nicht diesen einen Spacken, der uns nicht durchlassen wollte, weil wir, die Audienz beim lieben Herrn Dekubaum nicht verdient hätten? Ja. Wir haben sogar ein Schwert! Ist ja geil. Listen! Hey, der große Dekubaum, du musst zu ihm hin, ja, bitte! Schwert! Ja, mein Schwert, du musst uns jetzt durchlassen. Wo ist er? Ja gut, wir brauchen noch ein... Wir haben sogar, ich glaube sogar 20, ich glaube, es reichen 20 Rubine aus, um uns ein Schild zu kaufen. Gehen wir mal in den Laden. Wenn die Tusse da oben uns das nicht vermasseln wollen würde. So, wir wollen jetzt ganz regulär kaufen. Kokiri Shop. Was wollen Sie kaufen? Ich würde gerne den Schild für 40 kaufen, obwohl ich 20 habe. Oh, jetzt bin ich rausgegangen. Tut mir leid, ich habe den Moonwalk nach draußen gemacht. Aber wir brauchen sowieso noch 20 Rubine. Von daher, ja, was soll's. Ist drum gegessen. Muss man halt um den Rand essen. Ich hab die Kontrolle, ja, ich hab die Kontrolle. Ich hab die vollkommene Kontrolle. Seht ihr? Lieber Herr, wie heißen Sie noch gleich? Lassen Sie uns bitte durch. Hey, Mister, keine Fee. Du musst uns, ich lass dich hier nicht durch, nee. Oh, und mein Nintendo 64 ist, glaube ich, gerade wieder abgespackt. F7. Das heißt aber gleichzeitig, dass wir die Rubine nochmal neu sammeln müssen. Wieso starte ich eigentlich mit 10 Rubinen? Das ist eigentlich schon sehr, sehr fraglich. Ihr seht schon, im ersten Part sind wir immer direkt sehr produktiv. Aber so ist die Nintendo 64 NTSC-Variante so. Ja, also ich würde jedem raten, die 3DS-Variante zu spielen. Die ist nicht so verbuggt. Und die da ist, dieses Mädchen da ist offenbar eine sehr, ein sehr großer Fan von Yahoo. Sie sagt das die ganze Zeit und... Ja, es ist wundervoll. Wow. Er gleitet elektrisierend zu Boden. Ich bin gespannt, was wir hier noch für Effekte bekommen. Da das ja offenbar die Ben Drowned-Version ist. Von Ocarina of Time. Hm? Versteht ihr? Nee, ich glaube, es versteht keiner. Was haben wir eigentlich hier? War ich schon mal jemals in meinem Leben in diesem Gebäude drin, ne? Ich glaube nicht. Komm, werfen wir mal ein paar Töpfe an die Wand. Leute, mal. So geht das mit dem Topfwerfen. Habt ihr verstanden? So geht das mit dem Topfwerfen. So, ihr habt nicht mehr? Okay, dann hau ich ab. Dann brauche ich euch nicht weiter. Wow, Moonjump. Wir könnten mal in die verlorenen Wälder rennen. Vielleicht können wir mit diesem Gleitsprung etwas... Bitte halt dich fest, Link. Etwas skippen. Also, er versucht sich an Klimmzügen, kann es aber nicht schaffen. Das ist jedenfalls meine Deutung. Ja, gut. Wenn du es nicht schaffst, Link, dann musst du ein bisschen weiter üben, okay? Boings. Ich weiß auch nicht, woher wir jetzt das Ding haben.
Woher ich jetzt plötzlich den Feenbogen habe. Ach komm, Link. Zweidimensionale Klimmzüge. Zack. Zack. Oh, und das Zeichen für den A-Knopf hat sich gerade geändert. Das ist ja wundervoll. Überhaupt keine Bugs. Nintendo hat alles gefixt. Hat sich um alles gekümmert. Sie wussten, das Spiel wird ein Knaller. Wenn sie es so programmieren, wie es jetzt ist. Der große Dekobaum, jetzt geh doch mal dahin, Alter. Nö. Meine Güte, ich versuch's ja, aber ich versuch den jetzt aber auch gleichzeitig zu skippen. Okay, was ist mit dir los, Link? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Bitte. Dankeschön. Ich hoffe, er hält sich jetzt mal bald fest, ne, weil es wäre schön. Er hat immer noch den Gleitsprung drauf. Jesus! 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 Ich wusste es! Ich wusste es! Jesus! Er ist Jesus! Ich wusste es die ganze Zeit! Er ist der Auserwählte! Er ist Jesus! Leute, das hätte ich... Ich wusste es die ganze Zeit, wollte es aber nicht aussprechen. Kannst du noch drehen? Kannst du noch rollen? Das ist ja geil! Das ist eine Jesus-Fähigkeit, die ich wusste... Also ich wusste es schon die ganze Zeit, ja? Also ist jetzt nicht so, als hätte ich das nicht gewusst. Ja, danke, Link. So, hoffentlich kann Link immer noch hochklettern, denn wir müssen jetzt versuchen... Hoffentlich kann Link noch gleiten. Wir müssen nämlich zur Brücke kommen... Und irgendwie mal versuchen, hier weiterzukommen. Sonst ist es echt... Ich weiß, ein abgebrochenes Schwert kann ich gut gebrauchen. Aber das brauchen wir momentan noch gar nicht. So. Hier entlang, in die verlorenen Wälder. Kurzer Besuch bei Meckes, okay. Das sieht aus wie so ein Ogre, ey. Meine Fresse. Das ist doch nicht dein Ernst. Wir müssen nach links. Da ging es, glaube ich, zum Flötenspieler. Zum Horror-Kid-Flötenspieler. Der noch 2D. So, bitte, flieg! Flieg, Link! Yes! Skip! Skip! Ich hoffe, hier geht's nicht ins Dorf, aber das dürfte rein vom Logischen nicht so sein. Wir müssen jetzt aber mit der Eule sprechen, ne? Der erste Part, die Pilotfolge, ist natürlich immer ein bisschen länger. Deswegen, ja...